Check. Was geht ab? Moment, zu diesem neuen Video. Ich bin wieder sehr gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch, meine Damen und Herren. Heute mal wieder zu einer neuen Folge First Dates. Ich habe mir heute mal wieder ein junges Paar rausgesucht. Ich bin selber mal wieder rumgeskippt. Ohne Zuschauervorschlag. Ich bin einfach durch die Folgen geskippt. Habe so ein bisschen geguckt, was könnte interessant sein. Habe zwei junge Leute gesehen und dachte mir so, komm, da schauen wir mal rein. Das hält uns jetzt nicht zurück. Gucken wir einfach mal rein und sind gespannt, was uns erwartet. Heute. Ne? Außerdem wollte ich mich mal bedanken bei euch, liebe Freunde, denn inzwischen sieht die Abo-Rate so aus. Also es haben mehr Leute abonniert, denn davor sah es so aus. Es haben schon um einiges mehr Leute den Kanal abonniert und das merke ich auch und das bekomme ich auch mit und es freut mich sehr, dass wir hier so wachsen. Es macht gerade ultra viel Spaß, die Reactions für euch zu machen. Es ist natürlich auch anstrengend, jeden Tag 14 Uhr für euch ready zu sein, aber Dennis und ich geben unser Bestes, ja? Und wir hoffen, es gefällt euch, wir hoffen, euer Feedback ist gut. Ja. Wir gehen rein, ohne groß schnackeln, fackeln, lang um den heißen Brei. Den Link zu RTL Plus findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, schauen wir mal, was wird. Was wird? Hi, ich bin Alessia. Ich bin offener und kommunikativer Mensch. In meiner Freizeit gehe ich gerne shoppen. Da meine letzte Beziehung jetzt schon eine Weile her ist, habe ich sehr viel Lust, mich neu zu verlieben. Einfach den richtigen Mann an meiner Seite zu finden und mit ihm einfach mein Leben genießen, endlich angekommen sein einfach. Alessia einfach. Was geht ab? Azubi zum medizinischen Fachangestellten. Hi. Ja. Servus. Hallo Roland. Hi. Mein Traummann wäre auf jeden Fall größer als ich, da ich ja selbst schon relativ groß bin. Hätte ich gern, dass er mindestens genauso groß ist. Am liebsten dunkle Haare, hellere Augen. Aber ist kein Muss. Wichtig ist, dass er eine Ausstrahlung hat, die mich fesselt und mich flasht, wo ich sage, da könnte ich mir das vorstellen. Was darf sein? Ich nehme PS, ich liebe dich. Ja, einmal okay, bitte. Machen wir. Jetzt kommt der Bre oder was? Mein Name ist Leo, ich komme aus der Schweiz. Ich bin sehr, sehr spontan, abenteuerlustig. Meine Freunde sagen, dass ich manchmal vielleicht nicht ganz normal bin. Baustellenchef aus Olten in der Schweiz. Er ist mit 24 Chef von Baustell. Wen wollt ihr verarschen? Der Bre hat's geschafft, ne? Mit 24? Hä? Leo? Erklär mal. Wie viel verdienst du? Wie viel machst du netto? Netto. Auf Hand. Wie viele Mitarbeiter hast du? Sind die alle älter als du? Hä? Aber mit mir wird nie langweilig. Das kann ich nur sagen. Sie sollte auf jeden Fall kleiner sein als ich. Blonde Haare, finde ich sehr, sehr schön. Ich glaube, es ist nicht schwer, kleiner zu sein als er, oder? Der sieht jetzt schon verhältnismäßig größer aus als andere Menschen. Oder bin ich auf den Kopf gefallen? Sollte schöne Augen haben und ein schönes Lächeln. Hi. Hallo. Hi. Ich bin Leo. Leo. Freut mich. Gut, dass du hier bist. Wo ich ihn gesehen habe, dachte ich, okay, also helle Haare, aber ist jetzt nicht schlecht. Aber er war groß. Das Große hat mich sofort geflasht und dachte, okay, gut, er ist größer als ich. Das hat mich sehr beruhigt. Hi. Ciao. Alessia. Ich bin der Leo. Hi. Wie geht's? Gut, und selbst? Perfekt. Ich fand sie sehr attraktiv im Gesicht. Und ja, irgendwie war so wie die Nervosität war weg, sobald ich da in den Raum gelaufen bin. Hat sich das alles aufgelöst. Oh, wie süß. Das klingt nach Liebe auf dem ersten Blick. Er fand sie sehr attraktiv im Gesicht. Warum sagt er im Gesicht? Also warum erwähnt man im Gesicht? Warum sagt man nicht einfach, ich fand sie sehr attraktiv? Er sagt im Gesicht. Okay, vielleicht fand er nur ihr Gesicht attraktiv. Kann ja auch sein. Dieser Tee ist so heiß, aber ich habe gar keine Probleme mit Hitze. Wenn ihr wollt, ich ex den jetzt. Wenn ihr wollt, ich ex den. Seht ihr, wie der dampft? Ich schwöre, ich könnte den exen. Ich habe nur keinen Bock, weil ich will ja gleich noch was trinken. Woher kommst du? Aus der Schweiz. Boah, ich dachte gerade kurz, er hat an ihr einfach so gerochen und einfach so rübergegangen. Wie nah war der mit seinem Kopf gerade dran? Woher kommst du? Aus der Schweiz. Gäh, das sah kurz so aus. Mein Bruderland. Darmstadt, bei Frankfurt. Darmstadt. Okay, das ist ja nicht so weit weg. Ja, 2 Stunden von hier etwa. Ah, das geht noch. Also mich stört das gar nicht, dass er aus der Schweiz ist. Als Schweizer ist auch der Dialekt oder so, das stört mich alles gar nicht. Ich fand halt nur am Anfang krass von der Entfernung her. Am Endeffekt ist die Entfernung ja nicht das Entscheidende, sondern der Mensch. Und da ich ja noch relativ flexibel und offen bin, was meine Zukunft angeht, finde ich das jetzt nicht. Wie am Arm steht einfach forever and always. Schauen wir mal, ob es forever and always wird mit den beiden, ne? Wohnst du alleine? Nee, noch bei meinen Eltern, weil ich wegen halt Ausbildung. Also ich habe jetzt Dienstag meine Abschlussprüfung. Ach ja, meine praktische? Hier. Ja. Okay. Meine schriftliche habe ich schon hinter mir, ich habe jetzt meine praktische und dann. Okay. Nice. Ich muss ehrlich sagen, Leute, ich finde ihre Haarfarbe richtig schrecklich. Also, das klingt jetzt so dumm. Aber die Farbe an sich, dieses Weiße und so, ist cool. Aber Bro, irgendwas ist da fehlgelaufen. Irgendwas ist schiefgelaufen, weil sie hat vorne so weiß, oben blond und hinten so gelb.
Also es sind so drei verschiedene Farben in einer Kombi und es sieht halt so ein bisschen aus, als hätte sie zu viele Kippen geraucht oder so. Also ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, wirklich, ne? Aber wie gesagt, ich wäre, ja. Wie alt bist du? 24. Du? 22. Er hat durch seine Größe und durch seinen Körperbau was Anziehendes, aber auch durch seine Augen. Ich bin eigentlich kein Mensch, der sofort auf blaue Augen drauf achtet, aber es hat irgendwas, wo ich sage, okay, das ist schön. 50 Shades of Love. Ja? Er ist übel hübsch. Ja, er ist übel der Hübschi, ne? Also wer sagt, er ist nicht hübsch, der ist am Cappen. Mach mal. Probier mal. Was machst du sonst, wenn du nicht hier bist? Fußball. Im Sommer bin ich praktisch nur am Arbeiten. Also was arbeitest du mit Sprengrad? Ich arbeite auf dem Bau, also Straßenbau. Ich bin medizinische Fachangestellte. Oh. Beim Chirurgen. Okay. Also was ganz anderes. Ich war sehr froh, dass sie etwas mehr geredet hat als ich und mich viele Sachen auch gefragt hat und erzählt hat. Normal bin ich eigentlich nicht so eine scheue Person, aber wenn ich jemanden neu kennenlerne, habe ich ein bisschen Mühe, was ich fragen soll oder was ich sagen soll. er ist irgendwie so voll cute, ne? Aber seht ihr in ihm auch diesen Hobbykicker, diesen Hobbyfußballer? Oder bin ich blöd? Prost. Meinst du das gut? Meiner ist ja auch gut. Na, Glück gehabt. Und sonst in der Freizeit so, wenn du nicht gerade arbeiten bist den ganzen Sommer? Ja, im Sommer Fußball. Ist schwierig. Da bin ich immer müde, da geht nicht mehr viel. Ich verstehe ihn auch. Aber im Winter Skifahren. War ich tatsächlich einmal nur. Erst einmal? Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, mit dir mal Skifahren gehen und dir das ein bisschen beizubringen. Das gefällt mir. Ich bin eher so der Typ Sommerurlaub gewesen. Und aber jetzt. Die Deutschen fahren allgemein nicht so viel Ski, glaube ich. Ja, also nicht so viel Ski wie die Schweizer und die Österreicher. Das ist auf jeden Fall ein Fakt. Junge, ich habe jetzt so ein bisschen Schweizer Leute in meinem Umkreis. Bro, die sind jetzt zu dieser Zeit, also diese Dezember, Januar, Februar, März Zeit, die sind alle zwei Wochen im Skiurlaub. Urlaub. Die müssen ja nur aus der Haustür gefühlt. Halb Deutsche, halb Italienerin. Ah, okay. Okay. Und wir waren halt dann eher so diesen Strandsommerurlaub. Ja, Italien, ja, Türkei, Ibiza, so ja, Sachen haben wir halt gemacht. Ich, ja. Nice. Also ich bin sehr froh, dass schon recht früh das Eis gebrochen hat und dass es nicht eine peinliche Stille gab direkt am Anfang. Wir wussten beide gerade, was wir erzählen sollten. Und ich hoffe, dass das jetzt im Verlauf des Abends weiter so geht und dass wir einander ein paar spannende Geschichten erzählen können. Das hoffen wir doch alle, dass der Bre heute noch ein paar spannende Geschichten erzählen kann. Müssen wir halt einfach nur weiter beobachten, wie das Date so läuft. Aber dafür sind wir ja da. Wir sind ja die Date-Fachangestellten. Wir beobachten und begrüßen herzlich die Dates bei First Date und analysieren natürlich auch. Ne? Ich weiß, Leute, ich habe sehr viel positives Feedback bekommen für diese Folge mit Toni. Hier, das ist das Thumbnail von der Folge. Da wisst ihr, über welche ich rede. Ich habe sehr viel positives Feedback bekommen, weil da bin ich wirklich ausgerastet kurz und war wirklich sauer, weil mich so abgefuckt hat, wie sehr er sich verstellt hat. Ne, dass er so ein anderer Mensch war. Und ich habe mich sehr gefreut. Ich war sehr, mein Herz war entspannt und beruhigt, als ich die Kommentare gelesen habe und ihr so wart, Zeddo, das hast du gut gemacht. Du hast deine Meinung gut gesagt. War ich sehr, sehr dankbar. Wirklich, ich küsse immer noch eure Herzen dafür. Jeden Tag vorm Einschlafen. Ich küsse immer noch so jedes einzelne eurer Herzen. Hast du dich selbst beworben oder wurdest beworben? Nee, das war nur so eine dumme Idee. Eine dumme Idee? Eine dumme Idee. Also du bereust das hier zu sein? Ist nee, okay. Das nicht. Nee. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was ich will. Ich will das, was wahrscheinlich jeder will. Die eine Frau kennenlernen und eventuell ein oder zwei Kinder haben. Und ein schönes Leben führen. So. Ich würde einmal den gebackenen Feta nehmen. Ja, gebackener Feta. Ich nehme die geschmorten Kalbsbrötchen. Ja. Irgendwie kann ich mir vorstellen, wie der kleine Bruder war, als er so klein war. Als er so ein 10-Jähriger war. Ich weiß, wie der war. In meinem Kopf sehe ich den 10-jährigen Leo. Er war so zurückhaltend, aber trotzdem so aufgeweckt. Aber zurückhaltend. So, wisst ihr, wie ich meine? Bring ich euch. Braucht ihr sonst noch was? Wasser oder? Erstmal nicht, danke. Ein bisschen Wasser okay. Für mich. Ja, stilles oder Sprudel? Sprudel. Sprudel, bring ich dir. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also das ist Granatapfel. Das sind Oliven. Magst du Oliven? Ja. Ich auch. Das ist voll geil. Ich bin Italienerin. Wenn ich keine Oliven essen würde, das wäre hart. Ich probiere mal eine Olive. Deshalb probiere ich, eine Olive schmeckt immer gleich. Nein. Wow. Wow. Kranke Aussage von einer Italienerin, die anscheinend immer Oliven isst. Oliven schmecken immer gleich? Oliven schmecken immer gleich? Sie hat mich gerade persönlich angegriffen, liebe Freunde. Brauch frische Luft. Ey, Oliven schmecken einfach nicht immer gleich, okay? Das halten wir, es bleibt einfach so hier.
halten wir das so fest. Und falls ihr herausfinden wollt, wie wirklich gute Oliven schmecken, dann nehmt euch Zeit, fliegt nach Portugal, fahrt nach Portugal, macht einen Roadtrip, fahrt auf eine Olivenfarm und probiert dort die eingelegten Oliven von vor Ort. Und dann sagt ihr mir nochmal, die schmecken gleich wie die da. Obwohl, vielleicht hat First Dates da auch gute Oliven liegen. Ich will denen jetzt nichts unterstellen. Aber Oliven, Junge, Oliven sind eine Delikatesse. Wenn man sich damit auskennt, dann... Hoffentlich. Aber die Grünen sind besser. Wenn du jetzt einen Kern hast, dann viel Spaß. Ja, ich sei nur drin. So, wie machst du das jetzt, ohne dass es peinlich wird? Geht schon. Guck mal, mach das schön, mach es da drauf. Und jetzt machst du Vorführeffekt. Wenn du fertig bist, machst du auf die Gabel wieder raus. Hm? Das sah jetzt auch nicht besonders appetitlich aus. Ich hätte einfach den gemacht. Ich hätte original den gemacht. Ja, so wie er. Also ich habe noch nie gesehen, dass jemand eine Olive so gegessen hat, muss ich ehrlich sagen, mit der Gabel den Stein wieder rausgenommen hat. Aber es war sehr elegant. Aber sie ist Italienerin und deswegen, wahrscheinlich hat sie das so gelernt von zu Hause. Ob in der bevorstehenden Fotobox nun mehr vernascht wird als nur Oliven? Boah, nee, da wird nichts passieren. In der Fotobox wird gar nichts passieren. Deko, nee, für mich ist gut. Machen uns hässlich, nein. Ich bin langweilig. Du bist langweilig? Nee, Spaß. Ich kann verstehen, dass er keine Lust hat zu verkleiden. Also für mich wäre das okay gewesen, wenn, aber es ist auch kein Muss. Ich bin jetzt nicht so der Faschings-Verkleiden-Typ, wie auch immer. Du hast 7 Sekunden Zeit. Ich bin zu groß. Du musst dich klein machen. So ganz dezent. Er macht diesen Fußballer, ne? Nie ohne mein Team. Ja, ich denke, sie mag mich schon, weil sie hat, so wie sie mit mir geredet hat, denke ich, dass ich ihr auch ein bisschen gefallen habe. Bro, sie hat sich auch gerade in der Fotobox auf dich draufgelehnt, falls du es nicht gesehen hast. Die will dich, mach dir keine Sorgen, komm runter, mach tranquilo. Ich bin mir auch in die Fotobox gekommen, das hätte sie nicht gemacht, wenn sie mich nicht gemocht hätte. Hattest du schon mal eine Beziehung? Ja, aber es ist lange her. Was heißt lange? Wartet mal kurz, ist Fotobox für euch eine Bestätigung dafür, dass die Dates sich mögen? Find ich nicht unbedingt, oder? Ich würde es jetzt nicht so unterschreiben. Wenn jetzt 2 Leute in die Fotobox gehen, habe ich trotzdem ganz oft das Gefühl, die viben nicht. Und einer geht nur mit so auf, ja okay, komm, Erinnerungsfoto. Ja. Lange, schon lange Single. Und du? Ich bin seit 1,5 Jahren Single. Ja, und ich war vorher 2,5-jährige Beziehung. Ich finde es in Ordnung, dass deine letzte Beziehung 4 Jahre her ist, weil man sollte sich wirklich nur binden, wenn man sich sicher ist mit einer Person. Und dann ist egal, ob es jetzt 4 Jahre her ist, 2 Jahre, 1 Jahr. Sie hat auch 6. Gang gerade eingelegt, ne? Sie ist auf Vollgas, linke Spur. Man sollte eine gewisse Zeit Single sein, um zu wissen, was es heißt, Single zu sein und sich auf was Neues einzulassen. Normal, normal, normal. Ich habe alles verstanden. Auch ganz fein mitgehört. Ja, guten Appetit. Gute Nacht, Zins. Warst du schon mal in der Schweiz? Nee, tatsächlich noch nicht. Noch nie. Wo dort wohnst du? In der Nähe von Basel. Also fast an der Grenze zu Deutschland. Das geht ja eigentlich noch. Wo mich meine Zukunft hinzieht, weiß ich nicht. Deswegen habe ich nichts gegen Schweiz oder Sonstiges. Weil mit dem Richt- mit der- Ich hätte auch nichts gegen die Schweiz. Aber wegen aus steuerrechtlichen Gründen. Gar kein Problem mit der Schweiz. Könnte ich mit Herz hinziehen. Ich will nicht mal Schweiz sehen. Ich war auf dem Frauenfeld dort. Mehr nicht. War schön. Was ich sagen muss ist, was mich krank überrascht hat, dafür, dass prozentual sehr wenig Schweizer meine Videos oder mein Social-Media-Dasein verfolgen, wurde ich auf diesem Festival, auf dem Frauenfeld-Festival, wirklich geisteskrank viel erkannt. Das habe ich noch nie erlebt und es soll jetzt auch kein dummer Fleck sein oder so. Ich meine wirklich nur, das war viel. Und alle, wirklich jede Einzelne, egal ob Mädchen oder Junge, die waren so süß und so herzlich. Das war krank. Also an alle, die hier gerade zuschauen und mich beim Frauenfeld gesehen haben. Ich küsse euer Herz, wir sehen uns dieses Jahr wieder. Ich habe richtig Bock, dahin zu gehen. Das hat richtig Spaß gemacht letztes Jahr. Mit richtigen Person kann man an jedem Ort glücklich sein. Ich bin in Wiesbaden zwar geboren, aber sonst bin ich halt immer schon in Darmstadt gewesen, deswegen. Darmstadt. Ich war noch nie in Darmstadt. Hast nicht viel verpasst, außer mich. Ich glaube, eine Art Flirten war schon dabei. Schöne Lecke. Wenn ich die Scheiße finden würde, wäre ich nicht mit dir in die Fotobox gegangen. So schlimm ist es nicht. Also wirklich Fotobox? Diese Fotobox-Vibes ist ein Ding, so? Wenn eine Frau mit dir Fotobox geht, will die dich? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oh, ich kann Bild, tut mir leid. Fühle ich mich geehrt. Ihr habt doch einen großen Fußballverein. Die sind doch auch gestiegen, oder? Mhm. Erste Liga und so.
Wolltest du auch schon mal ein Spiel schauen? Ich war noch nicht im Stadion leider. Aber es ist mein Ziel auf jeden Fall, schon auf jeden Fall mal ins Stadion gehen. Jetzt kommt, dass er Fußball spielt. In der ersten Liga sind. Ja, aber nicht nur von, mir ist es egal, eigentlich, was für ein Spiel. Ich will einfach mal ins Stadion gehen, einfach das Feeling, weißt du? Ich glaube, es ist schon nice. Ne? Die haben schon gute Fans. Also ich würde natürlich gerne mal mit dir ein Spiel sehen gehen von Darmstadt. Ich bin offen für alles. So, ihr zwei, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit bei uns. Ja. Ich lasse euch schon mal die Rechnung hier. Die Snackbar mit. Ach, dankeschön. Aber jetzt schon die Zeit rum ist. Alter, ich habe da gar nicht nach deinem Namen gefragt. Ne? Nicht gerade. Vor lauter Stress habe ich ganz vergessen, nach ihrem Namen zu fragen. Es war ein spezieller Moment. Aber ja, jetzt weiß ich, wie sie heißt. Ja, cool. Steht da drin? Jetzt weiß ich ihn, ja. Steht auf der Rechnung. Sehr romantisch. Schön, das heißt, wie ich heiße. Aber hab ich meinen Namen gesagt? Was soll machen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich sag's erst. Hi, alles ja. Leo. Hi. Wo er meinen Namen bei der Rechnungsbox nicht wusste und ihn dann wieder gesehen hat, fand ich einerseits auch gut in Anführungsstrichen, weil ich wusste zwar seinen Namen, aber ich war mir nicht 100% sicher, ob er wirklich so heißt. Er hat es auch übel süß verpackt, dass er den Namen vergessen hat. So, er hat es richtig cute verpackt. Ich geb dir auch was. Nee, ich bezahl was. Danke. Wo er dann bezahlt hat, fand ich das sehr schön. Ich finde, das ist so Gentleman, so alte Schule. Ist wieder vom 5. in den 6. Gang. Jung. Auf jeden Fall, aber es wäre halt keine Pflicht für mich gewesen. Also wenn er gesagt hätte, ich soll was dazugeben, ist auch okay gewesen. Das ist für mich normal. Und er ist die ganze Zeit, er fährt die ganze Zeit nur an, erster Gang. Er ist die ganze Zeit im ersten Gang auf Anfahrmodus, ne? Der steht an roter Ampel, fährt wieder an, in Handbremse. Mit bisschen angezogener Handbremse. Ich will auch ein bisschen Gentleman sein und deswegen habe ich das gemacht. Ja, ich denke, da hat schon ein bisschen geknistert bei uns beiden. Und deswegen glaube ich schon, dass wir noch mal etwas trinken gehen und schauen, was sich daraus entwickelt. Ja, ja, schauen wir mal. Ciao. Danke. Ciao. Ciao, ciao. Danke. Die haben sich gut, die haben es nett gehabt, glaube ich. Warum hast du ihnen dann kein Schloss gegeben? Hat er das nötige Temperament für sie? Das wollte ich gerade sagen. Sie ist schon, schon eine richtige Powerfrau. Sie weiß, was sie will und die haut direkt raus. Ja. Da gibt's nicht viele Männer, die da standhalten können. Wollt ihr ein zweites Date miteinander? Also ich will ein zweites Date, heißt auf Schweizerdeutsch. Ich hätte gerne ein zweites Date mit dir. Das hätte ich auch gern. Kurz und trocken, aber die Vögel knutschen jetzt, ne? Okay, gucken wir mal, was aus denen geworden ist. Hoffen wir mal, da steht jetzt, dass die in einer Beziehung sind. Das wäre auf jeden Fall funny. Leo und Alessia haben Nummern ausgetauscht und schreiben sich. Der Kontakt zwischen ihnen ist eher freundschaftlich. Zu einem zweiten Date kam es bisher nicht. Leo, 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 ran an die Buletten. Du musst zupacken, Junge. Tüte das Ding ein. Eintüten, behalt den Kassenzettel, aber tüt's ein. Leute, das war's mit dem heutigen Date. War doch sweet. War doch sweet. Muss auch mal sein, dass wir diese süßen Dates haben. Nicht immer nur diese komplett cringen. Auch mal diese durchschnittlich süßen, wo man sich so ein bisschen zurücklehnen kann. Ich fand's toll. Jetzt habe ich hier mir eine frische Tasse Tee gemacht. Zum Ende des Videos. Richtig dumm. Aber egal. Ich drehe einfach noch eins. Wir sehen uns morgen, 14 Uhr wieder, beim nächsten Video. Bis dahin, passt auf euch auf. Lasst euch gut gehen. Und ja. Abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Habt ihr noch nicht? Yalla, yalla. Wir gehen nach Hause. Ciao. Ciao. Sag mir, ob du schläfst oder ist es schon zu spät? Ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg. Ja. Kenn uns erst eine Woche, perfekt Match aus meiner Gegend. Kasperstraße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt.